Rio aus Gerudo-Stadt. Gerudo-Stadt wird von einem Sandsturm heimgesucht und die Bevölkerung hat im Untergrund der Stadt Zuflucht gesucht. Königin Rio war nirgendwo zu finden. Aber Bila konnte dir sagen, dass die Königin in den Nord-Gerudo-Ruinen an ihren Fähigkeiten arbeitet. Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Ah. Link? Sieh mal an. Welch unerwartete Begegnung. Einmal mehr kommst du genau im rechten Augenblick. Hä? Schloss Hyrule ist in den Himmel aufgestiegen und Zelda verschwunden. Und jetzt suchst du nach ihr. Oh. Link, ich fühle mit dir. Auch für mich ist Zelda eine teure Freundin und wir müssen sie finden. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dir dabei zu helfen. Und deswegen muss ich zusehen, dass ich der Bedrohung, der wir Gerudo gegenüberstehen, bald ein Ende setze. Es war sicher nicht einfach, den ganzen Weg hierher zu kommen, oder? Dieser Sandsturm zog zur selben Zeit auf, als auch das seltsame Geschehen um Schloss Hyrule seinen Anfang nahm. Kaum, dass wir uns versahen, erstreckte sich der Sturm über die ganze Wüste mitsamt unserer Stadt. Und er brachte Schwärme unbekannter Monster mit sich. Wir nennen sie Gyptos. Sie sind langsam, aber fast immun gegen Angriffe. Sie haben uns die Untersuchung des Sandsturms nicht leicht gemacht. Hast du mir gerade zugesehen? Mhm. Ich versuche gerade, diese Übungspuppe mit einem Blitzschlag zu treffen. Denn vielleicht wären Blitze ja eine effektive Attacke gegen Gyptos. Aber ich habe diese Technik erst vor kurzem erlernt. Ich kann sie noch nicht so einsetzen, wie ich es gerne hätte. Ich will diese Kraft schnellstmöglich zu beherrschen lernen und die Bedrohung durch die Gyptos ausschalten. Außerdem will ich herausfinden, wo dieser Sandsturm herkommt und dir bei deiner Suche nach Zelda helfen. Hilfst du mir dabei zu lernen, wie ich meine Kraft richtig einsetze? Schieß für mich einen Pfeil auf die Übungspuppe dort. Ich versuche dann, sie mit einem Blitzschlag zu treffen. Okay, let's go. Dann schießen wir doch mal auf die Puppe. Wunderbar. Erst wenn der Kreis es berührt, lief ja spitze. Dann weiter zum nächsten Schritt. Ziele auf die Puppen dort. Wir sollten versuchen, sie alle auf einmal auszuschalten. Das geht nicht, wenn man direkt auf eine Puppe zielt. Ziele stattdessen in die Mitte zwischen den drei Puppen, in etwa dort, wo der Felsen herausragt. Doch je weiter das Ziel meines Blitzes entfernt ist, desto länger muss ich Energie aufladen. Vergiss das nicht, klar? Auf geht's! Okay, wie gesagt, wir müssen warten, bis der Kreis alle umschlossen hat. Ja. So langsam habe ich's raus. Die Gyptos können sich auf was gefasst machen. Oh. Link, vielen Dank für deine Hilfe. Hä? Was war das? Das war doch nicht der Sandsturm. Du hast es auch gehört, oder? Eine Nachricht, Herrin. Eine Horde Gyptos greift den Wüstenbazar an. Bila hat sich schon dorthin auf den Weg gemacht. Gut, verstanden. Ich danke dir. Link, wir sollten uns auch schleunigst zum Wüstenbazar aufmachen. Ohne deine Hilfe beim Zielen kann ich meine Blitze noch nicht richtig einsetzen. Ich bitte dich erneut um Unterstützung. Der Wüstenbazar liegt in einer Oase nordöstlich von Gerudo-Stadt. Das weißt du noch, oder? Demonstrieren wir diesen Gyptos mal, wozu wir in der Lage sind.
Ägyptus dürfen nicht durchkommen. Wenn es so weitergeht, überrennen sie uns. Tut mir leid, dass ich nicht früher hier sein konnte. Jetzt werden diese Ägyptus ausgelöscht. Mir nach, auf in den Kampf. Link, ich verlasse mich auf dich. Ich werde die Königin beschützen. Vernichten wir diese Monster. Okay, dann let's go. Ja, warte mal auf mich, Mädchen, was ist da los? So. Okay, da haben wir nochmal ein paar erledigt. So, liebste Königin. Da haben wir ein paar erwischt. Haben wir hier denn noch mehr? Da unten leuchtet was. Und hier leuchtet was ganz Großes rot. Ich glaube, das greifen wir auch mal an. Ah. Da brauchen wir noch einen. Oh yeah. Ich glaube, da kommen die irgendwie raus. Die Viecher. Haben wir hier denn noch mehr davon? Momentan sehe ich hier nichts, außer dass wir hier noch ein bisschen verteidigen müssen. Den haben wir ordentlich gehittet. Böhler, es war sehr ehrenvoll, wie du die Stellung gehalten hast. Blitze sind also tatsächlich die Schwachstelle der Ägyptus. Das gilt es auszunutzen. Oh. Zelda? Winde bewegen sich auf unsere Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Böhler, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Sieh dir das an, Link. Ein Ägyptonest, genau wie beim Wüstenbazar. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelgewinde aufkam. Allerdings scheinen wir es diesmal mit gleich drei Nestern zu tun zu haben, alle drei vor den Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine ganze Horde Ägyptus auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand, wenn sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Ägyptus aus ihnen hervorströmt, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Ägyptus werden kommen, da besteht gar keine Frage. Und das wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen. Oh. Zu mir. Komm. Komm zu mir. Oh. Und wieder, hast du das auch gehört? Komm zu mir. Sie ruft mich. Königin Ryo. Link, was geht hier vor? Nein, es ist nichts, Billa. Mach dir keine Sorgen. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten.
Das plötzliche Auftauchen der Gyptos und ihrer Nester. Wir werden von einer Merkwürdigkeit nach der anderen geplagt. Und obwohl wir Zelda am Wüstenberger Saar gesehen haben, gibt es in der Gerudo-Stadt bislang noch kein Lebenszeichen von ihr. Ich frage mich, was dahinter steckt. Im Moment jedoch ist der bevorstehende Kampf unser dringlichstes Problem. Link, es tut mir leid, dass ich dich erneut um Hilfe bitten muss, aber bitte sprich mit Billa und den anderen Kriegerinnen, um euch bestmöglich auf die kommende Schlacht vorzubereiten. Oh. Möchtest du etwas wegen der Vorbereitung für den Kampf fragen? Oh. Nun denn, in diesem Fall erstatte bitte der Königin Bericht. Wenn der Kampf beginnt, werde ich Königin Ryo beschützen. Wenn ihr etwas geschieht, wäre es das Ende der Gerudo. Sind die Kampfvorbereitungen abgeschlossen? Link. Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon sehr gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... Oh oh. Eure Majestät, eine große Anzahl Gyptos bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal. Erst ist wichtiger, was zu tun. Billa, Sie haben die Stadt vollständig umringt. Keinen Grund zu verzeihen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir hier, um sie und ihre Nester allesamt auszulöschen. Auf, Schwestern, die Schlacht beginnt. Sie sollten die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo. Link, Kriegerin, die Königin darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Okay, let's go. Wir, Monster machen vor der uns Stadt. Aber... Verstärkt die Verteidigung an den Toren! Entspann dich. So, wir machen uns nämlich mal hier rüber. Der Feind kommt aus dem Nest am Osttor! Zum Angriff! Ja. Wir wollen aber erstmal da hinten das Ding kaputt machen. Na komm, wir warten jetzt wieder auf den Elektrokreis. Dieses Nest wird keine Gyptos mehr hervorbringen. Aus dem Nest am Nordtor kommen sie auch. Lass sie nicht in die Stadt. Feinde in der Stadt. Haben sie die Verteidigung an den Toren durchbrochen? Nein, haben sie nicht. Alles gut. Alles gut, liebste Prinzessin. Oder Königin. Na komm. Feindkontakt auch am Westtor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Gut, ein weiteres Wunderbar. Nest ist außer Gefecht. Der Feind nähert sich dem Zentrum der Stadt. Zum Gegenangriff. Ja, alles gut. Oh nein, der Gerudo-Bogen macht es nicht mehr lange. Fliegende Gegner am Nest im Westen. Ich halte sie mit einem Blitzschlag auf. Entspann dich. Die Nester sind zerstört. Oh. Bereiten wir den restlichen Gyptos in der Stadt ein Ende. So, die restlichen Gyptos holen wir uns auf. Sichert die Stadt! In ihren Mauern darf kein Gegner übrig bleiben! Wunderbar. Die haben wir. Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpft! Ja. Okay, unser Bogen ist Schrott. Oh, wir haben nur noch den hier. Nur noch extrem starke Bögen. Sichert die Stadt! In ihren Mauern darf kein Gegner übrig bleiben! Okay, hier hinten haben wir noch welche. So, das sollte es jetzt gleich aber gewesen sein. Bro. Okay, wunderbar. Und das geht auch. Nein, das geht nicht. Da haben wir auch einen abbekommen. So, die Kollegin kann das hier, glaube ich, besser regeln. Könnte einer von euch mal angreifen? Oh nein, ich habe meinen Bogen verloren. Wunderbar. So, das sollte es aber gewesen sein.
Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Gerudo-Nester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfallen sind, als wir sie vernichteten. Ägyptus und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat oder ob sie am Ende den Sandsturm gar selbst erzeugten? Und noch was will mir nicht aus dem Kopf gehen, die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze. Das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will dir etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. So. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an. Die Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt. Genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe bedroht. Da steht, hinter dem Thron, rote Säule in der Hitze. Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Als wir diese rätselhafte Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Es scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten und die Worte sind ein Hinweis. Ein Rätsel. Okay, Freunde, vom Thronsaal aus machen wir uns in Richtung Norden. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwo was finden können. Wir dürfen gespannt sein. Die Frage ist halt eben, wie weit müssen wir laufen? Um etwas zu finden, da sind ein paar Gyptos. Und wir bräuchten eigentlich eine Windhose, sage ich jetzt mal. Das hier sieht doch eigentlich auch schon mal ganz gut aus, oder? Wir hier was finden können. Gehen wir mal nach oben. Schauen uns das mal an. Ja, hier ist auf jeden Fall was. Die Frage ist jetzt, müssen wir zurück zu ihr oder folgen wir dem Strahl? Wir folgen einfach mal dem Strahl und schauen uns mal, wohin er uns führt. Wir nutzen auf jeden Fall den Aufstieg, den wir hier haben. Könnte natürlich halt auch wirklich sein, dass wir Ryu jetzt hier brauchen. Aber wir wollen ja auch nichts unversucht lassen. Ja, hier ist natürlich einiges los. Aber die sind ja zum Glück recht langsam. Dass wir denen recht gut ausweichen können. Und wir folgen weiterhin dem Lichtstrahl. Hier würde der wohl nochmal umgelenkt werden. Das heißt, das hier könnte auch eine falsche Fährte sein. Dass der Lichtstrahl nämlich gleich hier aufhört. Ja. Oder? Ja, okay, cool. Also nicht cool. Wir müssen das Ding hier irgendwie hochbekommen. Das heißt, wir hätten hier wahrscheinlich Bescheid sagen müssen. So, Freunde, wir sind beim zweiten Turm angekommen, oder eher gesagt bei der zweiten Säule. Die ist aber ein wenig tiefer wie das Licht. Und das Ganze wollen wir jetzt doch mal ändern, indem wir einfach hier auf diesen Turm klettern. So, und hier, ja, tun wir was, womit wir arbeiten können. Schauen, wie weit wir den drehen müssen. Wir wollen ihn natürlich nicht überdrehen.
Nicht, dass er gleich noch zu hoch ist. So, dann folgen wir dem Lichtstrahl doch mal hier in die Gestalt. Dieser ist ja jetzt neu aufgetaucht. Und wie wir auch schon sehen, kann der ein Dreieck bilden. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir gleich in die Mitte dieses Dreiecks müssen. Aber das finden wir dann gleich raus. Dazu laufen wir jetzt erst einmal dem Lichtstrahl hinterher. So ein bisschen haben wir noch. Ja, die liegen doch schon gut auseinander. Eventuell sehen wir uns auch einfach direkt nach einem Cut dabei wieder. So, liebe Freunde, da wären wir schon an der dritten Säule angekommen. Und ich würde mal behaupten, wir machen uns da direkt mal nach oben. Dazu können wir den Auftrieb hier nutzen. So, was haben wir denn hier? Oha. Hier können wir hoch. Kommen wir eventuell den Deckensprung weiter? Ey, das sieht gar nicht mal so gut aus. Das bedeutet, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ah, da können wir auch wieder drauf schießen. Das sollte ein Bombenfall reichen. Oh, was haben wir denn hier? Da haben wir doch was. Packen wir mal dahin. Hier, weg da. Weg, 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 weg. Komm, raus da. So, das packen wir mal zusammen. Okay, liebe Freunde, wir brauchen neben den Platten, brauchen wir auch noch ein Stückchen Holz, was wir uns einfach mal, ja, wir kleben es uns einfach mal hier vorne hin. Das sollte passen. Dann können wir die aktivieren. Heben die einmal nach oben. Und zwar so, dass die auch in etwa unter dem Geländer sind. So, unter dem Geländer unten. Bei dem, was hier übersteht, so dass wir dann auch nach oben durchgleiten können. Denn das ist ganz wichtig. Wir müssen die von hier aus noch erreichen können. Denn die dienen uns als Kletterpassage nach oben. So. Da packen wir uns die mal hin. Das sollte passen, oder? Ja, doch, da kommen wir auf jeden Fall durch. Ja, wunderbar. Das passt. Wir steigen jetzt nochmal nach oben durch. Natürlich auch direkt durchs Brett. Wunderbar. So, dann geht's hier einmal hoch. Wir packen unser wunderschönes Ultrahändchen wieder aus. Ja, komm, wir holen den ganzen Hobel einfach nach oben. Na, packen wir das mal hier hin. Lösen uns den Stab mal ab. Um ihn uns dann auch direkt mal hier dran zu packen. Denn wir brauchen das Ding als Verlängerung, um auch hier mal am Rad zu drehen. Und jetzt drehen wir den Turm auf die erste Säule. Das dauert ein kleines bisschen leider. Da müssen wir ein paar Meter machen. Aber da muss sich der gute Link halt eben mal anstrengen.
Link. Hast du gesehen, Link? Da ist Zelda. Jetzt ist sie nicht mehr da. Ich habe das Licht der roten Säulen gesehen und bin sofort hergekommen. Wir haben jetzt schon zweimal vermeintlich Zelda gesehen. Das kann doch kein Zufall sein. Doch jetzt gibt es erstmal Wichtigeres zu tun, als darüber nachzugrübeln. Oh. Du hast das Rätsel des Wandbildes gelöst und die Säulen aktiviert. Wirklich beeindruckend, Link. Auf dem Wandbild war von einem Stein der Blitze zu lesen. Hä? Sollen wir mal versuchen, meinen Blitzschlag auf den Stein loszulassen? Ryus Macht über die Blitze. Sobald Ryu ihre Aura entfaltet, kannst du sie auf dein Signal in einem Blitzangriff durchführen lassen. Link, mein Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm vor Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gipto-Angriffe ein Ende fanden. Oh. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder an der Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes der Gerudo danke ich dir. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Bila. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahren bezeichnet und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Ob es sich dabei tatsächlich um sie handelte, das heißt, dass Zelda in irgendeiner Form in jenen längst vergangenen Tagen lebte? Nein, warte. Wir sahen doch zuletzt erst eine Hylianerin, die aussah wie Zelda. Sie verschwand zwar, ehe wir ein Wort wechseln konnten, doch es muss einfach die Prinzessin gewesen sein. Oh. Es müssen wohl noch etliche Rätsel gelöst werden, ehe wir die Antwort erfahren. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sandsturm oder Gyptos droht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stadt nicht arglos den Rücken kehren. Zu vieles ist hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in dieses Gefilde weiterhin Ausschau halten nach Spuren von Zelda. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Nur von Ryu, Weise des Donners. Zeichen des Paktes mit Riju, der Weisen des Donners. Rufe damit den Geist von Riju herbei oder entlasse ihn.
So. Mögen deine Wege dich recht bald wieder zu uns geleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen.